Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder ein Klötzchen-Video und weil ich nur noch drei Klötzchen besitze, musste ich mir was Kreatives einfallen lassen, bis die nächste Lieferung kommt. Und deswegen gibt es einen sehr einfachen Deko-Tipp mit diesen Klötzchen, was recht schnell zum Basteln geht und auch ganz schön individuell dekoriert werden kann. So, ihr schnappt euch eure drei Klötzchen und euren Holzleim. Eins der Klötzchen legt ihr hin. Die anderen beiden werden mit Holzleim sozusagen vorbereitet. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Ihr klebt die beiden Hölzchen einmal vorne an die Kante und das andere hinten an die Kante. Lasst das Ganze schön trocknen. Wer einen Blotter oder so vielleicht noch Sticker hat, kann jetzt hier was sehr Schönes drauf blotten. Da ich sowas nicht besitze, muss ich mit einem einfachen Fineliner arbeiten oder mit einem Filzstift. Das geht auch. So sieht es dann aus, was ich draufgeschrieben habe. Und jetzt kommt noch die passende Karte rein und schon ist mein Do-it-yourself fertig. Und so sieht das Ganze dekoriert aus mit einem schönen Lesezeichen. Ich habe das Ganze jetzt noch ins Schlafzimmer gestellt, weil ich einfach hier meine Lesezeichen alle gern reintun wollen würde. Und wenn ich ein neues brauche, kann ich alle gleich da rausnehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, was ihr gerne mit Klötzchen basteln.